Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge hier vom Landwirtschaftssimulator 15 auf MicroHazard TV mit mir, dem Eisdragon, und da hinten steht er, hinterm Silo, warte, da ist er, warte, da hinten steht er rum, ja, der ich bin Bio. Hier. So, guck mal, was passiert, wenn ich einen Rosenthaler Anhänger nehme und da Kartoffeln einlade? Da macht die Insekten drin, ja. Dann sieht das so aus. Ganz tolle kleine Kartoffelsäcke. Cool, oder? Ah, hat ja was. Finde ich viel besser als immer so reinkippen einfach. Ja, übrigens, du Kartoffeln, ne? Ich glaube, das Kartoffellager ist jetzt leer, ne? Naja, Kartoffeln wachsen ja schon. Ja, weil das waren nur 6200 noch da drin gewesen. Naja. Ich habe jetzt, glaube ich, alle rausgeholt. Die fahre ich jetzt noch zum Markt, ne? Naja, ich bin gerade am Überlegen, was mache ich denn jetzt? Man glaubt's nicht. Ich habe jetzt mal aktuell wirklich nichts zu tun. Es ändert sich bald wieder, sobald die Felder soweit sind. Ja, ja. Ich will gucken, ob ich mir hier noch irgendein Feld kaufen kann, aber es sind jetzt nicht wirklich weit und breit. Es ist jetzt hier nicht. Weil ich würde gerne nämlich noch Mais anbauen. Natürlich wollen. Hast du was zu tun. Was denn? Feld 30 ist gar nicht also, gesät. Ja, nee, das ist richtig, weil da nämlich noch Ernte drauf ist und ich finde blöd. Weil das in drei Stufen ist. Verstehst du, was ich meine? Naja, aber Tür. Da ist noch was drauf. Muss die Zeit ein bisschen höher stellen, aber dann kommst du wieder nicht hinterher. Nee. Nee. Das ist mein Problem, warum ich hier nicht weitermache. Und ich das halt doof finde, dass ich dann da warten muss, immer so Stück für Stück. Blöd. Ist nicht so meine Sache. So, ich wollte mal gucken, was kostet denn das Schneidwerk eigentlich? Zip. Zip. Ich muss ja auch genau das teuerste haben, wa? Mhm. 76.000. Die Kartoffeln sind auch wieder okay. 19 sind. Stroh, Mist, Erdbeeren. Stroh habe ich nicht auf Lager rumliegen groß. Du hast Stroh rumliegen auf Lager. Du hast noch Stroh am Hof rumliegen. Wo? Mal hinten in dem Lager, also loses Stroh. Ich bin gespannt, ob der Rosenthaler das laden kann. Loses Stroh, das wäre mal interessant. Habe ich noch nicht ausprobiert, ob der das laden kann. Der kann ja eigentlich fast alles laden. Eigentlich schon, ne? Würde mich mal interessieren. Mal gucken. So. Darf ich doch einfach so rausnehmen, oder? Für was denn? Naja, für den Markt. Oh ja. Stroh für den Markt. Nicht für mich, für den Markt. Ja, 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 ja. So. Ja, er kann Stroh laden, cool. Er kippt es einfach lose rauf. Das wird jetzt, das ist jetzt mit Plan. Das tut er jetzt nicht einfach irgendwie hier. So, ich mach mal das Förderband auch gleich wieder aus, nicht, dass du hier aus Versehen unten durchfährst und dann irgendwo plötzlich Stroh drin hast. Naja, eigentlich fahr ich gesäten mit leeren Sachen hier durch. Naja, aber trotzdem, wenn du dann plötzlich irgendwo Stroh hast, das stört dann. Hey, ja, Herstroh. Was hast du da Schönes drin? Gerste. Muss immer gucken, wie viel du davon immer noch hast danach. Ja, 100.000. Ja, wenn du mir das nicht abkaufst, dann muss ich das halt andersweitig verkaufen, ne? Das ist auch der Punkt. Ich komme gar nicht dazu, das abzukaufen. Wann soll ich denn das machen? Tja, deswegen sage ich ja, muss ich es andersweitig verkaufen. Für Spottpreis. Wie viel willst du denn haben für die Gäste? Ich glaube 356 war das jetzt pro Tonne. Nee, das? Ich verkauf's ja jetzt an der Transporting. Nee, an der. Was war das jetzt zurück, der jetzt entfahre? Getreidespeicher, glaube ich, war das. Hätte mich trotzdem interessiert, was du dafür haben willst. Wieso denn? Sonst hätte ich gesagt, dann fahr die Ladung hoch zur Brauerei, aber. Da kann ich ja auch nochmal machen. Ja, trotzdem ist immer die Frage, was du dafür haben willst. Och, wusste ich doch jetzt nicht. Was ist der, höchste Preis? Was ist der hier? Wann gehst du 316 nicht? Der ist jetzt hier bei 364. Und 354. 291, 237. Ja, machen wir 300.
Ja, 100 die Tonne. Ja. Wie viel passen bei dir rein? 59.000, richtig? Korrekt. Also 59 Tonnen. Aber 17.700 für einen kompletten Hänger. Ja, wenn du haben willst, nehme ich. Bringe ich dir denn hin? Den kompletten Anhänger bitte liefern zur Brauerei. Ich habe Vollmeister, mache ich. Also muss ich jetzt als nächste Gerste anbauen. Gib mir nämlich die Gerste langsam aus. Ich fahre noch einen zweiten Anhänger Stroh hin, ne? Oh ja, mach mal. Ich brauche den Stroh aktuell nicht. Kann ich den auch so lose sammeln oder was? Du könntest ihn mit einem Sammelwagen sammeln. Ja, dazu brauchst du halt auch einen Sammelwagen, hast du halt nicht. Na ja, gut, das ist ja. Wenn man das auf dem Hof irgendwo benutzen kann, dann macht es ja Sinn. Zum Beispiel beim Farmexpert ist es so, ich kann die Strohballen, die ich sammle, wirklich nur verkaufen. Ich kann die für nichts anderes benutzen. Okay. Das ist ein bisschen sehr einfach. Wo ist jetzt der Getreidespeicher? Achso, hier ist ja auch gleich die Brennerei. Ist aber die Brennerei, nicht die Brauerei. Achso, okay. Nee. Und wo ist der Getreidespeicher? Das ist, ja. Glaub, das ist das, ne? Das ist die Getreide. Da unten ist eine Konservenfabrik, eine Brennerei, ja, und ein Getreidespeicher. Du bist jetzt eher bei der Brennerei. Ich fahr. Echt? Ist die Brennerei? Ja. Für mich aber eher. Hä? Steht da irgendwo da, oder? Ja, aber die Brauerei, der Getreidespeicher ist neben der Konservenfabrik. Also dabei fällt 78 eher. Und du bist ja bei 76. Genau. Ja, du bist also in der Brennerei, nicht im Getreidespeicher gerade. Nee, das sieht aber aus wie der Getreidespeicher hier. Dann kann er einfach mal nochmal zur Brauerei fahren, müsste ja dann irgendwas dastehen. Nicht zur Brauerei, sondern zum Getreidespeicher wolltest du fahren. Ja, ich will zum Getreidespeicher, genau. Genau, dann fährst du jetzt links. Ja, ja. Da kommt rechts auf der Seite, kommt eine Konservenfabrik. Nee, die kommt nämlich nicht rechts auf der Seite, die kommt alles links. Und da kommt das alles links, ja, dann hätte er aber diese Pünktchen auch dann richtig setzen müssen, finde ich. Das kommt, naja, dafür sind sie zu groß, er wollte es halt nicht überlappend machen wahrscheinlich. Gleich noch ein Stück weiter kommt links gleich wieder eine Einfahrt. Das ist aber so ein komisches Symbol. Das. Nee, alles gut. Jetzt kommt links eine Einfahrt. Und da hast du jetzt zwei Tore, eins rechts, eins links, wenn ich nicht irre. Hast jetzt zwei, ja, Einfahrtstore. Das sind gleich zwei Fabriken nebeneinander. Ja, ja. Und ich glaube, du musst das rechte nehmen. Glauben ist aber gut. Und ich glaube, links ist die Konservenfabrik. Ja, doof gemacht, aber das sieht so aus hier. Sieht noch ein bisschen so aus wie bei. Wie hieß die? Sosnovka. Hm. Mit dieser Unterführung. So, wir fahren jetzt noch einen weiteren Anhänger zum Getreide, nicht zum Käufer, ja, zum Markt. Damit der Stroh da auch wieder schön voll ist. Du kriegst wieder Geld, ne? Ja, ich sehe es. Yay! 56.000. 21.000 gab es insgesamt dafür. So, Garage. Zack, verkaufen. Guck mal, 21.000 und ich zahle dir auch für den Anhänger 17.700. Also 18.000. So, okay, Schneidwerke. Was zahlst du? 17.000 zahl ich. Okay. Dann sind das 75, ja. Dann kann ich auch mein Schneidwerk holen. Dann muss ich nicht so komisch da so mit so einer kleinen. Obwohl, das geht da auch nicht, oder? Der schießt doch. Oder? Was denn? Ich will Mais häckseln. Ja. Um das als Silage umzuarbeiten. Jetzt kaufe ich mir ja diesen Maishex. Also hier diesen. Was willst du dir kaufen? Ach Mann. Schneidwerk. Jetzt muss ich selber gucken. Jetzt bin ich selber hier total durcheinander jetzt. Ja, ich merke schon. Nee, er macht nur Mais. Das brauche ich doch nicht. Du wolltest den Capello Quasar gerade kaufen, genau, ne? Ja, nee, das ist ein Maisernter. Das ist kein Maishäcksler. Das von Krone brauche ich nicht. Und der hat sowas gar nicht, oder? Zum was? Häckseln gibt's nur. Nee, der normale Mähdrescher kann nicht häckseln. Ja, ist bescheuert. Es gibt sonst nur die Dinger von Krone oder hinten von Kemper oder von New Holland hinten, die sind aber auch nicht für einen normalen Mähdrescher gedacht, sondern für den Maishäcksler. Da gibt's bei Erntemaschinen ja extra ganz hinten nochmal den New Holland Häcksler auch.
für 385.000 oder den Krone Big X für 415.000. Das finde ich aber bescheuert. Da gibt es doch bestimmt noch mehr Geräte, die Der auch Drescher definitiv kostengünstiger sind. Ein Drescher kann aber nicht häckseln. Ja, aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das größte Gerät ist, was es da gibt. Eine Arbeitsbreite von 2 Meter, Alter. Ja, es gibt ja größere Geräte. Kauft hier einen Krone Big X und schon hast du einen. Ja, aber ich bezahle keine halbe Million dafür. Naja, 385.000 für die New Holland-Variante. Oder habe ich mir jetzt eigentlich ins eigene Fleisch geschnitten, jetzt, weil ich den verkauft habe und jetzt wieder neu gekauft habe. Sehr schön. Warum verkaufst du denn sowas gleich schon wieder? Ja, weil ich nicht gedacht habe, dass das so funktioniert. Ja, du sollst aufhören zu denken. Ja, die Klappe. Ey. Nee, Fresse, ich habe jetzt hier 18.000 hier in den Wind geschossen hier. Lass mal auf, Freundchen, ja? Was willst du? Komm da rüber. Du hast da gekickt vom Server hier. Musst du alles alleine machen. Da kann ich nicht helfen. Tja. Wie gehst du unter? Unter jetzt vielleicht nicht. So, also, dann kommt jetzt deine Fuge nochmal. Brauerei oben bei Edeka in der Stadt. Mhm. So, so ein kurzer Weg. Mhm. Ja, ich danke dir. Weißt du, wie schön ist, wenn er vom Hopfenbauer, also unten von unten links, ja, vom Hopfenbauer unten, wo das Zementwerk ist, bei Feld 21, ja, wenn du von da zur Brauerei fährst, ist noch viel schöner, also wirklich einmal komplett quer über die Karte. Diagonal komplett von unten links nach oben rechts. Na, uns ist ja jetzt so mittlerweile aufgefallen, dass die Karte deswegen so anstrengend ist, weil sie einfach so weit auseinandergezogen ist. Ne? Da ja, es sind einfach wirklich so, dass die ganzen Anlagen, Produktionsanlagen nicht beieinander stehen. Nein, das steht immer alles am Ende der Karte. Ich hab dich gesehen, du bist an der Kreuzung vorbeigefahren. Ja. Ja. Kickst du wahr? Ich gucke immer. Das ist ein Gaffer. Oh, jetzt schon wieder ein Hänger hier. Ja, was ist mit dem Internet los? Was, mein Internet? Was ist mit deinem Internet? Wählt sich da mal irgendwer ein und lockt sich wieder aus oder was? Kann sein, keine Ahnung. Vielleicht. Musst du gucken, ob er leuchtet. Ja. Also die Buletten waren wirklich sehr lecker. Das ist schön, das freut mich. Also die waren wirklich fantastisch. Und der Apfelkuchen. Die nennen sich aber eher Frikadellen, ne? Naja, Hackbällchen eigentlich. Ja, Hackbällchen, Frikadellen. Naja, Hackbällchen sind nicht unbedingt paniert, die sind paniert. Aber auch der Apfelkuchen war sehr, sehr lecker. Komplett selbstgemacht, der Apfelkuchen. Sogar mit Äpfeln aus dem eigenen Garten quasi. Und soll ich dir was sagen? Ja, ich meine, wir sind da zwar in der Aufnahme, aber mein Bruder ist nicht gekommen, ne? Und die hat die ganzen 9 Stück Kuchen alleine gefuttert? Naja, nee, die haben sie nicht alleine gegessen, aber wir haben jeder 2 Stück gegessen und der Rest ist leider weggeflogen. Oh. Ja, geht leider nicht anders. Weil wir, an dem Tag gab es dann auch noch Schweinebraten. Aber jetzt nicht nett, ne? War aber lecker. Also wir haben natürlich gegessen. Was habt ihr denn weggeworfen davon? Welche also, Stücke? Warte mal, jetzt muss ich mal über. Also Maren hatte. Muss ich mal überlegen. Also ich hatte auf jeden Fall die Donauwelle, die habe ich gegessen. Ja. Und den Apfelkuchen? Also der Apfelkuchen, der ist komplett weggegangen. Das ist schon mal schön, dass wir sind wieder komplett selbstgemacht durchgegangen. Ja, und dann habe ich noch, glaube ich, einen ganzen von der Donauwelle und einen halben von deinem Kirschkuchen. Aber wie gesagt, mit dem Kirschkuchen war das mit dem Pudding, fand ich jetzt nicht so lecker. Ja gut, ich habe das lieber, wenn er ein bisschen frischer dadurch ist, weil er ein bisschen, ne? Ja, wie gesagt, Frau nimmt dann halt Quark, ne? Ist dann zwar noch ein bisschen trockener, aber suppt halt nicht so in den Boden durch, ne? Ja. Aber Quark mache ich so gar nicht. Jetzt reden wir jetzt hier schon über Kuchen. Naja, über was kann man ja reden. Schon mal Geburtstag, ja, ich hatte ja Geburtstag, habt ihr aber schon mitgekriegt in den letzten Folgen irgendwann früher schon? Ja. Da wurde das schon mal irgendwann erwähnt, ja. Genau. Wenn ihr zugehört habt. Ja, Frau hatte natürlich Apfelkuchen, ne? Ja, auch die Donauwelle und einen ganzen Kirschkuchen. Ja, ich habe heute noch, auch verdrückt nochmal 2 Stück von dem Kirschkuchen, was noch übrig war, und 1 Stück Apfelkuchen. Bei mir ist kein Stück Kuchen weggeflogen. Ja, es war auch wirklich ärgerlich gewesen, aber es war ja ursprünglich geplant gewesen, dass Besuch kommt. Dann wäre es auch voll aufgegangen, ne? Aber er hat sich dann wirklich 2 Stunden vorher denn
gemeldet und gesagt, er kommt nicht. Oder er hat nicht mal er hat sich gemeldet, sondern Frau hatte mal gefragt, weil er hätte mal gedenkt, so zu kommen. Ne? Ja, und dann, ach so, er kommt gar nicht. Ne? Genau, so in etwa. Er ist beim Kumpel, er kommt nicht. Er ist traumhaft, kann ich nur dazu sagen, traumhaft. Ja. So, was muss ich jetzt noch liefern? Einiges, stelle ich gerade fest. Ja, Uniwalk wird mal kurz zwischengeparkt. Das wird ja der Teller super. Ich bin ja auch gerade ein Lieferant, also von daher. So Zane wiedergeholt. Passt das schon. Ich sag, die kommen mit dem Lernhänger wieder zurück. Wo willst du gerade hin? Ne, hoch in die Stadt. Und warum bist du nicht die Straße einfach durchgefahren, die Baute? Weiß ich nicht. Mach ich nie. Das ist viel sinnvoller. Ja, ich weiß, jetzt wo du das sagst, macht es natürlich auch Sinn. Direkteste Weg von deinem Hof. Ja, jetzt macht es auch Sinn, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier lang fahre. Ist doch geil, ich hab da Zeit, ich hab da eh nichts zu tun. Aber ich könnte dir anbieten, halt auf dem Rückweg irgendwas mitzunehmen noch. Mit einem großen Anhänger. Was willst du denn mitnehmen? Weiß ich doch nicht, was du da drin brauchst. Am Markt jetzt meinst du? Ja, oder was weiß ich. Spinnen leer, also ich könnte dir das abnehmen. Du könntest was befördern für mich. Ja. Aber nichts, was befördert werden müsste, hätte ich in größeren Mengen da, also von daher. Tja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Sag aber nicht, dass ich dir meine Hilfe nicht anbiete hier. Verdammt, ich und eins. Sag ich aber auch nicht. So, aber die Folge ist zu Ende. Ja, richtig. Kann ich bestätigen. Wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge morgen wieder hier zum Landwirtschaftssimulator 15. Bedanken uns natürlich ganz herzlich bei euch und die Zeit, sie wird immer kleiner und kleiner und kleiner zum LWS 17. Richtig. Wir hoffen, ihr seid dabei. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.